Ich habe was Interessantes für Sie entdeckt. Bei Viva 2 hat mein Kollege Helge Schneider interessante Sportarten für die Phase der Olympiade vorgestellt. Und dafür hat er sich eine Ehrennominierung verdient. Schauen Sie bitte, wie Helge Schneider das 100-Meter-Sprinten vormacht, nachmacht, vorstellt. Ich bin jetzt der Starter. Die Startpistole knallt. Dann geht's los. Aber vorher muss man auch für Aufregung sorgen. Man muss mit drei Fingern nur jeweils auf der Asche sich startklar machen. Drei Finger. Muss alles genau. Hier sind die Dinger nicht fest hinten und dann rutsche ich hier weg. Egal, der Startschuss war. Jetzt. Nee. Doch, so. Ich soll einkaufen gehen. Meine Frau hat mir einen Zettel geschrieben. Komm mal schnell. Bei Frauen kann man noch ein bisschen tricksen. Wenn man vorne bei dem Band ankommt, wo die 100 Meter vorbei sind, nach 7, 8 Sekunden normalerweise bei mir, kann man vorne, kann man so machen. Ich mach mal nach. Ja, meine Damen und Herren, ich finde, das hat eine Nominierung verdient. Und deswegen heute bei Viva Vital nominiert für den Goldenen Rat der Woche. Und heute Abend hier bei uns Helge Schneider. Herzlich willkommen, Helge Schneider. Ah, herrlich. Du hast diese Spots für Viva 2, hast du ja mehrere gemacht. Die wurden also während der Olympischen Spiele dort gesendet. Du hast verschiedene Sportarten in Ton und Bild dargestellt, oder? Richtig. Welche waren das noch, außer 100-Meter-Lauf? Ja, ich krieg Viva 2 nicht rein, deshalb weiß ich nicht mehr, was ich... Alles Mögliche, Hammer werfen. Du hast sie doch gedreht mit denen, oder? Ja, ja, sicher, Spots, sicher, ja, sicher, ja. sicher. Viele Sachen waren dabei, Hürdenlauf, Stabhochsprung, Marathon. Kannst du Hürdenlauf vormachen? Marathon, kann ich auch. Marathon kannst du Marathon vormachen? Ja, soll ich? Machst du mal Marathon vor, ja? Marathon, ja. So ähnlich. Hier ist nämlich, der Hammerwurf geht wie? Hast du auch gemacht? Ja, müsste ich einen Gegenstand haben. Ja. Ne, hier. Ach so, ja, okay. Hier. Kann ich hier hingehen? Ja, geh ruhig. Und Synchronschwimmen? Wie wär's mit Synchronschwimmen? Oh, Schwimmen ist schlecht. Warum? Springen. Springen. Turmspringen. Turmspringen, ja. Synchron-Turmspringen. Mach mal Turmspringen. Aber ohne, also ich mach's alleine. Ja. Der Partner wäre dann einen halben Meter weg. Ja. Hier ist das Sprungbrett. Das ist Sprungbrett, genau. Ha 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 ha!
nach Helge Schneider. Vielen Dank, Helge. Helge Schneider.